Wieder nichts. Wir passiert gar nichts. Der schießt, aber trifft mich nicht. Wie einfach. Ich sollte nochmal springen. Oh, oh! Cool, ich bin im Panzer hängen geblieben. Nur weil ich einmal gesprungen bin. Oh, er bewegt sich. Alter, war das dumm. Drei Panzer, die nichts machen, die man einfach so niederschnetzeln kann. Gut, dass man die Granaten vorhin waren nervig. Das waren doch nicht mal Granaten, das könnten einfach die Projektile des Panzers gewesen sein. Hä, hey, da unten ist was. Ah, obwohl ich will jetzt einfach da runterspringen für den einen Orb. Hey, nochmal für einen Moment. Sauber. Ding, eine blaue Kugel. Okay. ...1838 Orbs, nicht schlecht. Oh, hier kann man gerade her. Bewegen wir uns mal so vor weiter. Dauert uns 5 Jahre, bis wir weiterkommen. Alles klar, habe ich den Orb auch noch geholt. Da war noch irgendwas Rotes. Nur die Laterne. Da ist wirklich gar nichts. Da wird mir der Weg versperrt. Vielleicht kommen wir da auch irgendwie drüber. Ah, wir müssen sogar hin. Cool. Wow. Guck mal, einfach mal ein Helikopter aus dem Nichts. Alter Schwede. Wow. Sehr gut ausgewichen. Dann denke ich, da unter den stehen bleiben. Ein fester Chopper. Infizierter Hubschrauber. Bitte werf keine Bomben ab oder so. Steh da einfach nur so rum, ja. So ist gut, so machst du das gut. Wirklich, wirklich so einfach die Bosse in dem Spiel. Krass. Ich will ja nicht runterkommen. Oh fuck. Und dann trifft er mir in der Luft. Kann jetzt weiter machen, außer schießen. Kommen wir hier an den ran. Ich bin genau unter dem. Oh shit, hat er mich getroffen. Macht aber wenig Schaden, wir können weiter stehen und schießen. Ha. Was ist das? Abgestürzt? Ohne Wind und Nacht, wir haben gar nichts gehört. Okay. Was für komisch das Spiel einfach ist. Wie einfach auch. Ich bekomme keinen Schaden, ich kann einfach nur da stehen und schießen. Das Spiel erinnert wirklich sehr stark an Apocalypse hier für die PlayStation. Apokalypse. Mit Bruce Willis. Als ihr das Spiel damals gespielt habt. Genau an das erinnert mich der Devil May Cry 2 gerade. Das hat wirklich kaum noch was vom ersten, finde ich. Schauen wir mal, was hier ist. Erstmal nach oben. Also geht's dann auch. Okay. Sehr schön. Können die Wand hochlaufen. Oh oh. Ach, kommt der wieder?
Guck dir einfach mal schnell nach oben. Och, da bleibe ich hier hängen. Ja. Okay, ich bin ganz oben. Ich kann einfach abbauen. Da ist er wieder. Zum leckeren Auge an der Seite. Vielleicht sollte ich zum Landeplatz gehen. Wow. Ich wollte jetzt noch nicht mal ausweichen. Allzu nah will er mir irgendwie nicht kommen. Da ist er jetzt. Ein bisschen weit entfernt. Macht dem wieder ziemlich viel Schaden. Ist eigentlich mit der Teufelsgestalt angreift, aber er wieder nicht zur Verfügung. Wechsel mal auf die Pistolen. Oder? Ich bin jetzt quasi unter dem. Ah, geht doch. So, wer hier stehen. Kommt der wieder Raketen? Ja, dachte ich mir schon. Das macht ultra viel Schaden. Warum kam die von der Seite so komisch? Wo ist er denn jetzt? Da oben. Komm mal hinterher. Tja, leider nicht getroffen. Gott. Boah, Raketenhagel. Oh shit. Leider in die falsche Richtung. Okay, doch nicht. Uah. Ich glaube, desto näher wir im Sinn, desto mehr Schaden machen wir. Da ist er. Naja, haben wir ihn. Noch ein paar Schüsse. Und yep, das sind anscheinend die Bosse in Devil May Cry 2. Hm. Oh, ein paar Schüsse. Shit. Und das war's. So einfach. Ding hat aber immer noch nicht genug. Meine Güte, das ist mal ein Ende. Hm. Anscheinend muss ich da hoch. Oh, die Viecher. Wow. Fliege ich hier so weit runter? Soll jetzt eigentlich einen Wandsprung machen. Jawohl. So eine Kugel wäre jetzt auch mal nicht so übel. Sauber, da ist eine. Mal los. Gut, dass ich erwischt hab. Ich dachte schon, ich wäre vorbeigesprungen. Ich weiß nicht, ob wir hier komplett runter sollen oder ob hier noch was ist an der Seite. Ne, haben wir ja schließlich leer. Mal hier runter. Und wieder hoch. Was ist eine Jagd? Der Helikopter ist irgendwie nie da. Hier an der Seite kann ich hoch. Yep.
Oh mein Gott, ist das frustrierend. Scheiß drauf, ich flieg da einfach hoch. Nimm mir jetzt hier noch keinen ab, ey. So einfach geht das. Feste Chopper. Oh, jetzt hat er aber viel Leben gekriegt. Muss jetzt zum 8 Millionensten Mal besiegen. Na, wo ist er denn? Hallo? Kommst du mal runter, du Viech, du? Na, sink doch mal. Jetzt kann ich hier sinken. Wow, ist der Boss lame. Wird, glaube ich, 5 Jahre dauern, bis ich den jetzt treffe, weil er nie runterkommt. Steckt auch noch so ultra wenig weg. Raketen, die komplett... Oh, ja klar, die fliegen hinter mir und treffen mich von hinten, wo ich nichts sehe. Mit der dämlichen Kamera. So. Kann sie nur um Stunden handeln. Okay, vielleicht mal auf die Pistolen wechseln. Ich könnte meinen Dingens da benutzen, aber meinen Stern. Darauf verzichte ich mal. Ganz. Irgendwie scheiße. Finde ich, die Shotgun macht mehr Schaden. Das ist etwas Schaden. Ich sehe schon, komm, ein paar Raketen treffen mich gleich wieder, weil ich die nicht sehen kann. Dann war es halt. Gegen die Wand. Also auf die Raketen. Und da sind sie auch schon. Ja, dieses Viech. Ist ja kein Helikopter, ist jetzt ein Viech. Vielleicht da hochgehen, aber das Neo wieder runtergeschmissen werden kann, das wäre ziemlich übel. Ah, da kommt das Viech auch schon wieder her. Wunderbar. Immer ein bisschen. Ich glaube, das Ding wirft gleich wieder Raketen. Ich konnte noch nicht mal ausweichen. Falsche Richtung gerollt. Ja, kann sie nur um Stunden handeln. Das Ding schießt sogar komplett in die falsche Richtung. Nice. Raketen total in den Sand gesetzt. Ja, ich stehe noch mal so ein bisschen hier rum, ne? Oh fuck! Was hab ich gesagt? Die Raketen kommen und treffen mich. Oh, ich lebe wieder? Weswegen lebe ich denn wieder? Moment. Hä? Ah, die gelbe, die goldene Kugel belebt mich direkt wieder. Alles klar. Okay, Teufelsanzeige. Wenn er ein bisschen näher kommt, dann kriegt er ein paar. Das heißt, der belebt mich im Spiel wieder, was das Spiel noch mal einfacher macht. Im ersten Teil musste ich wieder normal anfangen. Oh, Schnauze voll.
Jawoll. Warum haut der jetzt ab? Was soll der Scheiß? Hat ihn noch was? Noch ein bisschen. Okay. Jau. Gleich erwähnen. Bam. Mit der Shotgun. Darf ich doch noch wie drauf. Perfekt. Dann ist tot, Game Over. Geschafft. Mit stylischem Abgang. War das ein dämlicher, langweiliger Boss. Wow. Was haben die Entwickler sich dabei gedacht? War auch schon über 10.000. Erstmal speichern. Wunderbar. Dann mal ab zur nächsten Mission. Mission 6.